Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Er hat die Stadt mit seinen Erfindungen verändert. Elektrizität für die Fabriken und Wagen, die über den Straßen entlang sausen. Als ich aufwuchs, sorgten seine summenden und leuchtenden Geräte für Sicherheit. Seine Geschichten ließen mich kichern. Seine unerhörten Aussagen schockten Aristokraten und Aufseher. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosh jetzt Kanakas Genie. Ein wahnsinniger Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere einsperren, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Frau Doktor, wirklich nicht, dass sie der Kronmeuchler ist? Vielleicht wollte sie es nur nicht wissen. Das ist neu. Botanik und Krankheiten. Sie und der Kronmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Garda hat Nerven. Oh, Sie sind es. Leib. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett, aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Eddemeyer. Danke. Eddemeyer-Tinktur. Sollte sie stark machen. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Los geht's. Also gut. Los geht's. Jindosh ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen
Und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat's mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindors Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Ich erzähle dir eine Geschichte über Kirin Jindosh, den Großerfinder des Herzogs. Einst sollte er ein Spielzeug für ein adliges Mädchen aus Thymia herstellen. Jindosh arbeitete 3 Monate und baute eine Maschine aus Holz, Blech und den Knochen mehrerer Katzen. Sie lief mit ein paar Tropfen Walöl pro Tag. Dem kleinen Mädchen versprach man etwas Besonderes. Und es war vollkommen glücklich, bis die Maschine aktiviert wurde. Sie lebt heute in einer Anstalt in Dabokwa, bis zum Ende ihrer Tage. Thank you.
Steine kaufen? Ja. Wenn die Garde da reingeht und überall die Blutfliegen sieht, brennen sie das Gebäude nieder. Und die anderen daneben auch. Vielleicht räuchern sie es auch aus. So oder so sind die Juwelen dahin. Wir kriegen unser Geld nicht, oder? Warten wir mal ab. Vielleicht wird es nur komplizierter als gedacht. Der Herzog hat dieses Jahr die Kontrolle über die Blutfliegen verloren. Kann ich mich irgendwann mal ausruhen? Hier achtet momentan jeder auf sich selbst. Morgen gehen wir zurück und graben die Juwelen aus. Danach verschwinden wir schnell aus Kanak. Vielleicht mal irgendjemand? Verdammt, ich muss pinkeln. Wie lange wollen wir noch auf dem verirrten Adam lauern? So lange, wie es dauert. Willst du doch essen? Komm her! Sagen Sie. Ist dir nicht sicher, sagen Sie. Aber für Leute wie mich wird es nie sicher sein. Sicher? So, jetzt ist alles ein wildes Durcheinander. Und wer das... Und was ist hier los? Nein, nein, nein.
Was ist jetzt schon wieder? Hat's gedonnert oder was? Echt, Mann. Machen sich ständig in die Hose. Angeblich wurde einer unserer... Ich kenne sie nicht. Ich bin neu in Karnaka. Ich brauche ein Kabelwerkzeug für eine Lichtwand, das die Garde benutzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich kann Ihnen helfen, aber nicht jetzt. Und gehen Sie lieber. Ich bekomme oft Besuche von Paolo. Den möchten Sie nicht kennenlernen. Kommen Sie später wieder. Verstanden. Sie sollten gehen. Wir machen ein andermal Geschäfte. Wie gesagt, Paolo ist unterwegs. Genau, verstecken Sie sich. Ich brauche 8 neue Messer, kurze Klingen, das gute Zeug, Morley-Stahl. Ich weiß, was du meinst. Daran gewöhne ich mich nicht. Ach ja. Letztes Mal hast du mir nämlich irgendeinen Hinterhofmüll gegeben, der sofort stumpf wurde und an Gardenrüstung zerbrochen ist. Da hat man mich auch verarscht. Aber ich mach's wieder gut, Paolo. Ein Rabatt von 10%? 30, weil ich dich mag. Bis nächste Woche. Das ist fair. Das lief nicht sauber und ich bereu's. Du kriegst die Messer, versprochen. Gut, gut. Eigenartige Zeiten. Aufseher im Staubbezirk, eine Hexenkaiserin und mechanische Soldaten, die Adelige beschützen. Alles schlecht fürs Geschäft. Wenn ich mich durchsetze, ist Karnaka in einem Jahr ganz anders. Au! Ich brauche Schutz. Die Garde macht ihre Arbeit nicht. Ich habe Pläne zum Verbessern ihrer Ausrüstung. Es war mir eine Freude. Ein gutes Geschäft. Sie werden es nicht bereuen. Die Lage im Land treibt die Preise nach oben. Leider. Ich sollte nicht mit Feinden handeln.
war deine Chance. Hey, du! Beeindruckend, wie sie das geschafft haben. Vorsicht, die Leute mit den Öltanks könnten noch da sein. Du wolltest Wahl. Ich hab's dir gebracht. War nicht mal so einfach. Nein, du hast's vermasselt. Das läuft nicht ohne weiteren Tank. Nicht genug Wumms. Du musst mir dabei vertrauen. In Ordnung, in Ordnung. Ich kenne mich nicht aus mit Sprengstoff. Hab ich nie behauptet. Ich such dann später noch nach mehr. Gut, sowas muss langsam laufen. Man braucht eine ruhige Hand. Wir können auch... Verdammt! Was war das? Huh.
Ihnen scheint es... Vielen Dank dafür. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. In letzter Zeit haben mir immer wieder Leute nach Walöl gesucht. Die hatten was vor. Passen Sie auf. Die Garde mag Fremde überhaupt nicht. Seit Jahren nicht gesehen. Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Was? Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Ich frage mich, was das wohl war. Weitermachen. Irgendwann kracht es. So öde. Schön, Sie wurden. Unglaublich, dass Sie Paolo überlebt haben. Da gab's schon andere. Ganz andere. Kommen Sie rein. Ach, ich hab da vielleicht, wonach Sie gefragt haben. Es war mir eine Freude.
ein gutes Geschäft. Ich sollte nicht mit Feinden handeln. Die Lage im Land treibt die Preise nach oben. Schon damit klar. Bringt nichts, dafür zu sterben.